Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Ihr seht es wieder am Anschluss an die letzte Folge, wird diese aufgenommen. Entschuldigung. Ist auch die letzte für heute, die ich aufnehme. Dann werde ich in den kommenden Tagen wieder eine aufnehmen. Letzte Folge zweiter geworden, weil ich auf Nummer sicher gegangen bin. So läuft der Hase. So sollte man spielen. Andere gehen natürlich direkt rein ins Getümmel und ballern wild um sich. Können sie machen. Jeder spielt, wie er gerne möchte. Ich bin der Typ, ich gehe auf Nummer sicher. Und das lohnt sich tatsächlich. Wäre ich näher rangegangen oder ich hätte den tatsächlich wegsnipern können, weil der ganz woanders hingeguckt hat. Aber gut. Wir cruisen ein bisschen mobil durch die Gegend, bis es losgeht. Apropos, Moment mal, Aufträge. Was machen wir denn? Das hier. 10-mal einkaufen. Wir können ja wahllos Munition kaufen, wird ja alles gewertet. So läuft der Hase. Oh, Entschuldigung. Ich hab noch mein Oster-Emote. Oh Gott, ich hoffe, ich werde jetzt nicht krank, ey, so verrotzt wie ich bin. Oh ja, da hinten lohnt es sich mal wieder zu landen. Ne? Ich hätte den in der letzten Folge echt wegsnipern sollen, dann hätte ich den epischen geholt. Und sogar einen Kronensieg, aber die sind mir sowieso Latte. Ich habe nur 6 oder 7 Stück, das reicht mir schon vollkommen aus. Ich bin nicht wie meine Kinder, die unbedingt einen Kronensieg wollen. Achso, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal mit meinen Kindern zusammen eine Runde Fortnite zocken soll oder nicht. Dabei muss ich sagen, wenn ihr das wollt, meine Kinder sitzen hier mit im Wohnzimmer an der Playstation. Also es wird ein drunter und drüber und Chaos der feinsten Art und Weise werden. Und ja... Ah, da landen welche. Ich glaube, die Folge wird schnell zu Ende gehen. Okay. Ich habe halt nur graue Plörre gerade. Das ist nicht schön. Naja, mit der kann ich nicht wirklich umgehen. Die ist natürlich schon weitaus besser. Ja, nee, den muss ich nicht haben. Wo muss ich denn hin? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, muss ich weit. Da wird zum allerhöchste Eisenbahn, wa? Das war das Infrarot, nice.
Ich habe immer so das leichte Gefühl, dass hinter mir einer kommt. Sniper ist gut, nehmen wir mit. Auch wenn es nicht gerade die beste ist. Ne, wir lassen erstmal die Boogie-Bomben ausgerüstet. Ist das eigentlich die Schnee? Ist nicht die schwere Sniper. Shit. Wow! Alter, was mache ich denn? Ich wollte zu dem. Hä? Willst du mich? Was hab ich denn hier gemacht, bitteschön, gerade? Das war ja mal totale Fail-Aktion. Oh Mann, ich muss auf jeden Fall noch Muni looten. Ne? Und ich höre hier natürlich ein Auto. Ach komm. Keiner? Okay. Ich höre auf jeden Fall jemanden rumballern. Das ist nur eine Potsau. Oh, nice. Hallo, bevor wir selber gejagt werden. So. Jo, wir müssten so rein theoretisch mal los, wa? Ha, okay.
Da hinten wurde irgendwo geschossen. Beim Loot Drop. Ah, ich hab noch nicht vor komplett gekauft beim Dings. Scheiße. Scheiße, scheiße. Aber ich hab gehört, da hinten wurde geschossen. Denn der Airdrop scheint weg zu sein. Ich brauche eine bessere Pump. Also eine Schnellschusspump. Nicht das, was ich jetzt habe. Mit der komme ich definitiv nicht klar. Jo, Airdrop ist gelootet. Ich würde tatsächlich den Raketenwerfer mitnehmen. Derjenige hier hat echt gut gelootet. Der hat nichts übrig gelassen. Rumspringen tut ja auch keiner mehr. Okay. Aha. Ihr seht, ich spiele mal wieder auf Nummer sicher. Das ist aber auch meine Vorgehensweise. Da hinten wird irgendwo geschossen. Ich werde jetzt ein bisschen aufpassen. Es leben ja nur noch 17 Mann. Oh. Okay. Das ist immer alles Schrott. So, wo muss ich hin? Da lang. Ah, da unten. Ja, man sieht es. Also wirklich auf Nummer sicher gehen ist das Beste, was es gibt, was man machen kann. Alter, was?
Wie viel hab ich denn abgezogen? Das ist doch ein Witz, oder? Das war doch jetzt ein Witz, was... Also, mal ganz ehrlich, ja, nee. Ist klar. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich habe den oft genug getroffen. Da hätte viel mehr Leben weg sein müssen. Aber mir scheißegal. Ich weiß, viele Spieler spielen unfair. Auch in Fortnite. Auch wenn Epic Games sagt, ja, nee. Hier wird nicht gecheatet. Es gibt... gefühlt ist 70% der Menschheit cheatet bei Fortnite, die das spielen. Aber scheiß drauf. Mir ist es egal. Ich habe trotzdem meinen Spaß dran, vor allem wenn ich mit meinen Jungs spielen kann. So, und wenn euch die Folge ein bisschen gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.